Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Cattle and Crops hier auf meinem Kanal. Nach einer unsäglich langen Pause und am Freitag einem verkorksten Livestream mit Crash von Cattle and Crops, jetzt hier eine weitere Folge. Wie ihr seht, ich bin hier hinterm Haus bzw. in dem Hof auf Feld 22. Der Drescher tankt, ich tanke ab, der Drescher erntet. Der Plan ist jetzt erstmal alle Felder wieder abzuernten in Blickrichtung auf das kommende Update, dass wir das da alles schier haben. Das heißt, ich werde jetzt die Felder abtanken. Feld 3, das ist noch nicht erntereif, das braucht noch eine Weile. 22 und 23 sind erntereif. Das Feld 4 habe ich offscreen abgeerntet, so dass ich als nächstes, wie ihr seht, lasse ich ja Schwaden legen, nach der Ernte nochmal Ballen pressen werde, um eben im Anschluss diese auch zu verkaufen und etwas Geld zu verdienen. Die Miete der Fahrzeuge hat jetzt mehrere tausend Euro auf jeden Fall gekostet. Und die müssen wir natürlich erstmal wieder reinholen und am besten noch etwas plus machen. Wie soll es weitergehen? Also wie gesagt, wir werden jetzt abernten. Die Intensität bzw. die Häufigkeit der Videos werde ich bis zum nächsten Update etwas verkleinern, um eben nicht so viel Leerlauf wieder zu haben, aber trotzdem euch etwas bieten zu können. Ich hatte tatsächlich, wie ich gestern war Freitag der Stream, ja fast schmerzhaft erfahren musste, echt lange Abstinenz von Cattle and Crops. Und ich muss sagen, einige Sachen sind neu hinzugekommen. Sehr viel schöner, also das Radialmenü mal zu erwähnen und auch die, ich mache das hart einfach nochmal an, auch das ist einfach viel aufgeräumter, das gefällt mir sehr, sehr gut. Auch beim Abladen am Hafen, da erscheint dann hier oben ein Fenster. Ja, das ist viel schöner gemacht, das gefällt mir sehr, sehr gut. Und ja, musste ich mich erstmal kurz orientieren gestern. Der Stream, der war mittelschlecht, würde ich sagen. Da ich viele Sachen neu einstellen musste und ich bin da nicht so richtig reingekommen und dann zu allem Überfluss ist der Stream auch noch abgestürzt, beziehungsweise nicht der Stream, das Cattle and Crops. Nichtsdestotrotz, heute bin ich wieder dran und ja, weiter soll's gehen. Das Update, und ich habe auch im Forum gelesen, dass, beziehungsweise im Discord glaube ich sogar, dass viele auch nicht nur auf das Update gespannt sind, was ja dann die Bodenwerte bzw. die Pflanzen aufgrund von Düngung beeinflusst, sondern viele haben ja auch Bock auf die 3-Meter-Sämaschine von Lemken. Ich glaube von Lemken soll die kommen. Finde ich auch gut, hatte ich ja gestern im Stream schon erwähnt, dass wir eine relativ klein strukturierte Karte haben und ich tatsächlich die Hammer fast auch zu groß finde, selbst für Feld Nummer 3. Und da können wir mal kurz schauen. Feld Nummer 3 ist in unserem Besitz. Das hat nicht mal 5 Hektar, 4,96 Hektar, also ja gut, sagen wir mal 5 Hektar. Und damit einer 6 Meter Drille anfangen, finde ich fast, ich persönlich, übertrieben. Da reicht eine 3 Meter Drille, 4 Meter vielleicht, völlig aus. Genau, parallel dazu wird es immer mal wieder, wenn ich Zeit habe, zum Weitertüfteln an meiner Konsole dazu ein Video geben. Ich verlinke euch oben mal noch das letzte Video. Da ist ja das Grundgerüst fertig aus dem Trubel gekommen.
da schwirren auf jeden Fall viele Gedanken noch durch meinen Kopf, wie ich das noch verändern kann bzw. anpassen. Das ist also ein relativ aktuelles Thema bei mir. Und die lange Pause, einige haben es vielleicht mitbekommen, ergab sich auch aufgrund der Geburt unseres Sohnes. Der kleine Mann ist nun mittlerweile ja schon fast 7 Wochen alt und der bekommt natürlich die volle Aufmerksamkeit und steht absolut im Mittelpunkt bei uns. Genau, jetzt werden wir einfach erstmal dem Drescher, denke ich, nicht weiter hinterherfahren, da wir uns hier in der Nähe vom Hof befinden. Hier war die Handbremse. Wieso ist jetzt eigentlich diese Tür auf? Keiner weiß es. Werde ich mal schnell noch in den Stall hüpfen, um da nach dem Stand der Dinge zu schauen. Aufgrund des Vorspulens, ich habe mehrere Dutzend Tage, ich weiß gar nicht, wie weit ich wirklich vorgespult habe, ist es natürlich auch notwendig, die Tiere mal wieder zu füttern. Und da schauen wir gleich mal hier nach, wie es aussieht. Okay, die haben alle nichts mehr zu fressen. Das ist also auch allerhöchste Eisenbahn. Das wird dann, denke ich mal, als nächstes stattfinden, dass ich die Bullen fütter, nachdem das Feld 22 abgeerntet ist. Genau, werde ich erstmal die Bullen füttern, um dann im Anschluss wieder das Feld 23 mit dem Helfer zu bewirtschaften. Und ihr seht vielleicht im Hintergrund schon, der Drescher hat das Rohr schon wieder ausgefahren. Das heißt, wir müssen uns sputen, um den wieder abzutanken. Wenn ihr noch Ideen für meine Konsole habt, also ich bin da mit einigen tatsächlich wirklich in engem Kontakt, um mir auch, unter anderem habe ich mit dem Herrn Berch über den Fendt-Joystick gesprochen, der ist schon mal ein Fendt gefahren und da konnte mir so ein paar Funktionsweisen erklären, hat er wirklich verständlich auch rübergebracht, was mich sehr gefreut hat, also an der Stelle danke nochmal, was mir ein Stück weit weitergeholfen hat bei der gedanklichen Umsetzung von der Funktionsweise. Ich habe geplant jetzt erstmal 5 Kippschalter, weil ich da auch wahrscheinlich nochmal auf andere umsteigen werde. Die gefallen mir nicht ganz so gut, weil die auch relativ günstig waren. Die haben zwar in der Mitte eine LED, das ist was ganz Cooles. Aber die werde ich vielleicht nochmal tauschen. Dann habe ich 4 Potentiometer einfach mitbestellt. Ich weiß gar nicht so richtig, ob ich die eingeplant habe. Da muss ich mal schauen, weil die sich nicht um 360 Grad endlos drehen lassen. Die haben einen Endanschlag in 24 Rasten. Da muss ich mal schauen, ob mir das so gefällt. Was habe ich noch? 4 Taster habe ich jetzt schon eingebaut in die Konsole. Die habe ich an der Rückseite angebracht, also nicht so richtig im Aktionsbereich. Die sollen dann für, das will ich euch mal schnell zeigen, hoch und runter und vor und zurück für die Sitzeinstellung dienen. Einfach für verschiedene Fahrzeuge, wenn ich zum Beispiel an den Class Jaguar denke, da sitzt man ja standardmäßig immer relativ hoch, um dann halt eine bessere Sicht zu haben und damit ich nicht immer die Tastatur bemühen muss, habe ich mir halt überlegt, okay, dann baust du dir eben die Tasten mit an die Konsole ran
Und auch relativ eingängig habe ich die, glaube ich, gemacht. Also ich habe die in wie in einer Raute angebracht an der Rückseite. Also die stehen vertikal. Und da wird es dann halt so sein, dass die zwei Taster, die übereinander sind, für hoch und runter und beziehungsweise für vor und zurück, und die beiden, die vertikal angebracht sind, für vor und zurück. Da muss ich mal schauen, aber das ist ja dann nur eine leichte Belegungssache, das folgt dann später. Ein Zündschlüssel werde ich mir installieren, der ähnlich dem hier aufgebaut ist. Der hat zwei Schaltstufen und tatsächlich einen richtigen Schlüssel, den man rausmachen kann. Hat Schaltstufe A und B. Relativ einfaches Gerät. Da muss ich mal schauen, wie ich das umsetze. Ob ich, ja, das in verschiedenen Schaltstufen auch mache, dass ich erst A drücken oder erst auf A drehen muss und dann über B erst das Fahrzeug starte, zünde. Das schaue ich mir dann einfach spontan an, wie sich das dann ergibt. Dann kommt natürlich noch der kleine Joystick mit dran. Das ist ein Dreiachs-Joystick. Im Prinzip ähnlich, das kennen die meisten, der Seitig-Konsole. Hat oben auch einen kleinen Knopf drauf. Der Griff, der ist drehbar. Also da hat man auch noch eine Achse. Und dann halt ganz normal unten. Muss ich mal überlegen, für was ich diesen Knopf nutzen werde. Viele Sachen wird mir auf jeden Fall der Joystick abnehmen. Da passt unheimlich viel drauf. Wobei ich natürlich ein Stück weit das ans Reale anlehnen will, an die reale Funktion von Fendt. Aber da wir jetzt zum Beispiel gerade in einem Glas sitzen, weiß ich nicht, ob das ich sag mal so, spielkonform ist, oder ob ich halt im Prinzip immer die Fendt-Steuerung habe oder ob ich mir meine eigene ausdenke, eben aber trotzdem angelehnt an Fendt. Das muss ich mal schauen, wie sich das ergibt. Ich werde auf jeden Fall noch einige Aluplatten gefräst bekommen. Danke an der Stelle schon mal für die Arbeit. Das wird dann später noch erwähnt, wer das übernimmt. Die sollen zwei Funktionen eigentlich übernehmen. Einmal einfach der Stabilisierung, ganz klar, es ist nur Kunststoff. Und es ist auch nicht so ein Kunststoff, wie man das vom Lenkrad her kennt, zum Beispiel Seitec eine Konsole oder ein Lenkrad baut, dann ist das meistens ein Sinter Laserdruck, und das kann man natürlich, also klar gibt es sicherlich welche, die das zu Hause auch haben, aber ich halt nicht. Und da sollen diese Alu-Platten, also die werden wirklich ganz dünn nur der Verstärkung dienen, und genau, das ist so das Nebenprojekt. Und der Plan ist eigentlich, ich habe in tatsächlich 6 Wochen schon wieder Urlaub, dass bis dahin alles soweit vorbereitet ist. Und wenn Interesse besteht, also das könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, werde ich da das alles soweit vorbereiten, dass es wirklich nur noch kleine Arbeiten sind. Also in Anführungsstrichen kleine Arbeiten. Wurde mir vorgeschlagen, da habe ich mit dem Frankenpower drüber gesprochen, einen Livestream zu machen, wie eben diese Konsole letzten Endes fertig zusammengesetzt wird. Also denke ich, das wäre nochmal eine ganz interessante Sache, da kann man dann halt auch nochmal Dinge besser erklären. Und genau, so soll es sein. Das ist der Plan, wie es weitergehen soll. Wie gesagt, die längere Pause, ein Stück weit tut es mir klar schon leid, dass ich nichts weiter gemacht habe, aber unsere kleine Flitzpiepe, die ging nun mal absolut vor. Und ich denke, das ist auch völlig nachvollziehbar.
Das meinte ich übrigens, das Feld, das hier neu aufploppt, das gefällt mir sehr gut. Es ist schön aufgeräumt. Die Abkippgeschwindigkeit könnte noch etwas verringert werden, also einiges sogar, so dass die Animation des Abkippens vom Anhänger mit dem tatsächlichen Entladen übereinstimmen. Das geht relativ fix hier in-game. Aber ich denke, das sind einfach so Anpassungssachen, die am Ende stattfinden können. Und somit ganz okay. Ich würde sagen, ich fahre jetzt wieder zum Drescher hoch und beende die Folge an dieser Stelle. Danke euch fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, könnt ihr gerne ein Däumchen da lassen. Schreibt in die Kommentare, was ihr von dem ganzen Nebenprojekt und auch von Kettle & Crops, was ihr euch so vorstellt, wisst ihr ja auch. Könnt ihr gerne die Kommentare benutzen. Und wir sehen uns, würde ich sagen, in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, macht's gut und tschüss.